Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, will seine Mission jetzt als 47. Präsident beenden. Ich werde nicht ruhen, bis wir das starke Amerika geschaffen haben, das unsere Kinder verdienen und das ihr verdient. Was genau heißt das? Antworten darauf finden sich möglicherweise hier in der erzkonservativen Heritage Foundation. Hier haben sie Project 2025 geschrieben, eine Art Masterplan für Trump, von dem er sich selbst zwar distanziert, viele aber glauben, damit werde die Demokratie zerstört. Angstmacherei, sagen die Verantwortlichen. Da steht nichts in den Plänen, dass er ein Diktator sein wird. Es passiert nichts Illegales. Man setzt nur die Politik um, für die man gewählt wurde. Wie das jemanden zum Diktator machen soll, ist mir ein Rätsel. Aber schon im Vorwort des Papiers heißt es, unser Ziel ist es, eine Armee von geprüften, trainierten und vorbereiteten Konservativen zu erschaffen, die sich von Tag 1 an daran macht, den administrativen Staat zu zerlegen. Die Trumpisten planen, Zehntausende führende Beamte aus dem Staatsapparat zu entlassen, aus den Behörden, aus den Ministerien, um sie zu ersetzen mit ideologischen Loyalisten, harten Trumpisten, um auf diesem Wege den Staatsapparat mobilisieren zu können und ihm zum Instrument zu machen, um der amerikanischen Gesellschaft ihre Vision überzustülpen. Und er soll das umsetzen. Trumps ältester Sohn, Donald Jr., könnte den Austausch organisieren. Multimilliardär Elon Musk könnte in einer neuen Regierung die Wirtschaft maximal deregulieren. Nicht zuletzt er selbst würde davon profitieren. Trumps engster Berater Stephen Miller ist der Architekt hinter seiner radikalen Einwanderungspolitik. Und dann ist da der künftige Vizepräsident J.D. Vance, der Trumps Kurs für Massenabschiebungen illegaler Einwanderer aus Überzeugung mitträgt. Wir fangen mit den kriminellen Einwanderern an. 1 Million von denen haben hier Verbrechen begangen. Nicht nur, dass sie illegal ins Land gekommen sind. Wir werden damit anfangen, diese Leute abzuschieben. Die neuen Mehrheiten im Senat und wahrscheinlich auch im Repräsentantenhaus dürften Trump auch seine außenpolitischen Pläne deutlich erleichtern. Die amerikanische Unterstützung für die Ukraine will er beenden und die NATO-Partner zu mehr Verteidigungsausgaben drängen. Die NATO lag am Boden, bis ich gesagt habe, alle müssen zahlen. Ob ich sie beschütze, wenn sie nicht zahlen? Auf gar keinen Fall. Sie können das gar nicht glauben. Was bleiben Ankündigungen? Was wird Trump dieses Mal durchziehen? Die Vorzeichen für seine zweite Amtszeit jedenfalls haben sich deutlich verändert.